Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Escapists. Und ihr habt nichts dagegen, dass ich lade, deswegen laden wir. Tut mir einfach so, als hätte ich alles manuell rekonstruiert. Auf den Punkt alles haargenau. So. Ja, das ist halt so eine Sache. In einem anderen Gefängnis wäre das gar kein Problem gewesen, wenn wir von vorne anfangen. Hier ist das allerdings so, dass die Vorbereitungszeit, die wir jetzt gehabt haben, wir haben da einfach keine Schwierigkeiten mit. Es gibt kein, oh, wir müssen auf die Werte aufpassen oder so. Nein. Wir schlafen, wir buddeln. Wir schlafen, wir buddeln. Das will ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Und deswegen überspringen wir das Ganze jetzt, indem wir einfach den Spielstand laden. Weil ich meine, bedenken wir jetzt mal, ich hätte jetzt 5 Folgen dafür gebraucht, mindestens 5 Folgen, um alles wieder hinzukriegen. Und wir hätten nichts anderes gemacht als graben, essen, schlafen. Graben, essen, schlafen. Wenn man in dieses Spiel noch scheißen könnte, würden wir zwischendurch auch scheißen gehen. Aber es geht ja nicht. Das fehlt eigentlich. Wieso gibt es hier überhaupt Toiletten? Wenn man nicht mal auf Klo gehen kann. Ach, Cookie, wenn du Technik. Ist klar. Wisst ihr, ich kann einfach mal sagen, okay, komm, lass uns alle 2 Stunden mindestens einmal hier hingehen, um auf Klo zu gehen. Dann würden wir da alles ein bisschen spannender machen. So, dass... Ja, ich bin ja weg, ich bin ja weg. So, dass wir zwingend alle 2 Stunden auf Klo gehen müssen. Also... Das könnte ich machen, aber ansonsten... Ja, ich brauche eigentlich nichts zu essen. Wir werden heute Nacht mal was testen. Und zwar, werden wir, Tobi, dir erstmal wieder den Scheiß geben. Weil du magst die Sachen, habe ich gehört. Und, werden diesen Gang runterlaufen, wo wir gesehen haben, dass da auf jeden Fall keine Minen sind. Und ich hoffe, es funktioniert. Doch, wer liegt denn da? Nugget! Oh, Holz! Nugget, es tut mir leid, ich mag Holz. Wie? Was? Währenddessen ich ihn in die Hand genommen habe, hat er alles verloren? Das finde ich jetzt ein bisschen scheiße. Na egal, wir holen uns mal so eine Kelle. Nur für den Fall der Fälle, dass wir uns wirklich durchgraben müssen. Kann ja sein. Können wir ja schon mal anfangen zu graben. So, dann kommen wir mit. Ich weiß ja nicht, ob wir es wirklich schaffen, da durchzulaufen. Deswegen buddeln wir nochmal. Und wir müssen uns auf jeden Fall eine neue Schaufel besorgen. Das wissen wir ja schon beim letzten Mal. Ich weiß nur nicht, ob wir es nochmal wagen sollten, dahin zu gehen. Obwohl, wir müssen eigentlich. Wir müssen eigentlich. Ja, das ist jetzt schwer, ne? Ich meine, wir müssen eigentlich Holz holen. Aber Weg, führt kein Weg dran vorbei. Ich denke mal, wir machen das so, dass wir heute noch schlafen gehen. Weil sollten wir erwischt werden, muss ich ab diesem Tag schon wieder neu anfangen, wieder neu buddeln. Und das muss ja nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen heute Nacht noch schlafen. Und morgen holen wir das Holz in der Nacht und versuchen, diesen Gang lang zu laufen. Wir werden diesmal auf jeden Fall versuchen, eine Mauertrappe herzustellen, damit wir nicht erwischt werden. Und da ist auch schon die Mine. Also ich bin gespannt. Ich frage mich, was passiert, wenn wir uns da hingraben, ob wir dann explodieren. Und unser Gang bricht zusammen oder so. Wäre es auch nicht schlimm wäre, weil wir ja einen kleinen Gang gebaut haben. Naja. Nichtsdestotrotz. Spülen ist immer wichtig, Freunde. Sonst regen sich eure Eltern auf. Klobürste solltet ihr auch am besten benutzen. Und da haben wir schon Holz. Man kann ja schon mal das Holz sammeln und so. Metall. Wenn Metall liegt auf dem Dach noch genug, das ist mir bewusst. Das habe ich gesehen. Aber man kann auch hier suchen. Hier müssen wir uns nicht drauf versteifen. So. Ja, hier ist schon mal nichts drin. Das ist nicht gut. Was zum Teufel? Habt ihr das gesehen? Hat er sich gerade teleportiert? Technik? Nein, ich muss laufen. Ah. Okay. Erstmal unsere Übung ganz normal. Ich fass nicht. Da geht er einfach random in diesen Raum und sieht, dass da ein Gang ist. Gestern. Ich bin schockiert. Ich muss sagen, als ich die Folge vorhin beendet habe, ich war ein bisschen perplex. Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll. Ermin? Das brauchen wir definitiv.
Hier brauchen wir nichts, obwohl die Pfeile, aber eine Pfeile finden wir auch so, oder? YOLO. So. Das schon mal dazu. Wen haben wir denn hier? Ach, Tobi. Ach, Tobi mag mich wieder ein bisschen. Na, Geld gebe ich dir bestimmt nicht. Oh, Inventar voll. Aber sieh dir mal, währenddessen die Gefangenen ganz langsam die Freundschaft zu dir verlieren, gewinnst du ganz langsam Freundschaft zu den Wärtern. Das ist voll so eine miese Nummer. Naja, lass uns mal die restliche Untersuchung. Ah. Wer gewinnt? Skyritter oder Cookie-Man? Wieso, was ist mit euch los? Nichts habt ihr dabei. Okay, sorry, Mommy. Du enttäuscht mich. Warum? Warum tust du das? Warum enttäuschst du mich? Ach, Klebeband. Metallblech brauchen wir auch noch, ne? Ja, machen wir schon mal die erste Schaufel. Fertig. Zack. Plopp. Fertig. So, Tinte brauchen wir. Ah, Klopapier. Oh Gott, Klopapier. Oh Gott. Fast vergessen. Okay, sorry, Mommy, du hast mich nicht enttäuscht. Es tut mir leid, ich habe gelogen. Und ich war zu verplant. Beides. Klopapier. Und Klebstoff, ne? Klopapier und Klebstoff war das. Natürlich nichts. Natürlich nichts. Jetzt habe ich hier aber nicht drauf geachtet, ob hier irgendwo Klebstoff war. Ganz wichtig, dass wir heute irgendwie nochmal alle Dinger hier durchsuchen. Klebstoff und Klopapier. Ah, oh, Gronda Green. Ich wusste, du wirst mich nicht enttäuschen. So. Jetzt brauchen wir... Was? Zweimal Toilettenpapier? Nee, ne? Einmal. So, die Fake-Mauer hätten wir schon mal. Sehr schön. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. So, wenn wir jetzt noch ein Holz finden, können wir das Metallblech von oben nehmen, von dem anderen Dude. Und Holz. Holz brauchen wir für Strähnen, ne? Wieso nicht? Nö, nix eigentlich dabei. Auch nichts dabei. Das heißt, heute werden wir definitiv nicht ausbrechen. So viel ist klar, weil wir noch nicht wissen, was hinter dieser Mauer ist. Hätten wir das gestern schon herausgefunden, wäre das echt nice. Ich habe die ganze Zeit eine Mauertrappe gehabt. Na gut, haben wir jetzt zwei. Wieso nicht? Oh. Gut. Scheiß drauf. Erste Strebe fertig. Da, ganz viel Klebeband. Das, eigentlich brauchen wir nur zwei, ne? Wir legen den Rest weg für den Fall der Fälle, dass wir das noch brauchen werden. Man weiß es ja nie wirklich, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur noch Metallblech, ne? Zweimal. Stimmt. Wir brauchen nur noch Metall. Obwohl Streben. Wir brauchen ja ganz dringend Streben. Warte mal. Wir müssen testen, ob ich da durchkomme. Wir müssen es heute Nacht testen, weil wir brauchen ja keine Streben, wenn ich da durchlaufen kann. Wozu will ich mir Streben organisieren? Hä? Oder nur Metallblech. Jetzt guck doch mal bei Rexas rein. Oh, oh. Metallblech. Okay, Metallblecher sind oben sowieso unendlich. Ich weiß, dass da auch noch irgendwo ein Holzstück rumfriemelt. Das heißt, wir müssen uns um Holz auch keine Sorgen machen. Und alles läuft, Freunde. Ja, siehst du mal. Jetzt haben wir sogar noch eine zusätzliche Strebe, falls wir sie brauchen. Das heißt, gleich in unserer Freizeit werden wir erstmal das Zeug in unser Bunker lagern. Unser Tunnel. Alles, was wir brauchen. Und dann laufen wir in die Mine. Dann würde ich sagen, sollte es nicht... in die Mine sag ich schon. Dann laufen wir über die Minen. Sollte es nicht funktionieren, dann warte ich definitiv einen Tag ab, dass wir schlafen gehen können und ich abspeichern kann. Das ist sowieso eine richtige Frechheit, dass man nur abspeichern kann, indem man normal schlafen geht. Eigentlich müsste sich das automatisch speichern, wenn man aufsteht. Gut, dann hätten wir das Spiel schon nicht laden können. Es gibt immer so Vor- und Nachteile, ne? So.
Gut, dann lagern wir jetzt alles, was wir hier brauchen. Wobei, ich könnte eigentlich schon mal schaufeln, ne? Habt ihr recht? Habt ihr recht? Strebe haben wir ja gesetzt, da können wir auch ein bisschen schaufeln, bis wir ein paar Prozent haben. Aber hier sieht das echt aus, als könnten wir durch. Die Frage ist nur, können wir uns hochbuddeln, ohne erwischt zu werden? Weil wir wissen nicht, was uns da oben erwartet. So, einmal können wir noch. Dann stelle ich schon mal eine neue Schaufel her. Metallblech und Klebeband. Wenn ich wüsste, wie weit das da hinten geht. Ich meine, ich könnte mir auch jederzeit eine Karte aus dem Internet runterladen, aber das wäre echt cheaten. Freunde, was ist cheaten? Ich will es selbst herausfinden. Ich will selbst herausfinden, was da auf mich lauert. Ich weiß, beim letzten Mal habt ihr mir auch eine Karte zugeschickt, da habe ich drauf geguckt, aber nur, weil ich schon wusste, was sich da befindet. Wie viel Holz wir schon verbraten haben. So, wo ist meine Strebe? Ah, das sieht auch identisch aus. Richtig schlimm. Und ich glaube, wir müssen gleich zurück, ne? 21 Uhr ist Duschen angesagt. Okay, lass uns zurück, würde ich sagen. Könnten wir auch einfach einen Schlüssel organisieren, oder? Nee, jetzt habe ich mich sowieso schon durchgebaut. Nee, mit dem Schlüssel kommen wir da auch nicht weiter. So. Erstmal alles hier runterspülen. Wenn es gleich überspült wird, haben wir natürlich ein Problem. Nicht, dass die Wärter sehen, dass ich da irgendwas runterspülen wollte und dann... Oh! Denken die sich, ach, da ist ja Dreck. Ob da jemand wohl buddelt? Ah. Oh. Das bist du wieder, Niklas, ne? Nein, Tevin. Ach, da bist du, Niklas. Okay. Genauso wie gestern würde ich sagen, ich rette mal Niklas. Ja, ich... Oh Gott. Niklas, ich habe gerade mein Leben für dich riskiert. Ah, wo geht er hin? Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Wo ist er hingegangen? Oh oh. Ja, lol, finde ich auch. Wer war das nochmal gerade? Ich habe es nur nicht gemerkt. Wo ist der Typ hingegangen? Ist er schon da? Hä? Der ist doch nach rechts gegangen, wo wir... Ich bin verwirrt. Vielleicht hatte ich auch irgendwie nur Halluzinationen, ich weiß es nicht. Gut, dann werden wir gleich mal versuchen, durchzurennen, durch die Minen. Müsste ja theoretisch funktionieren, es sei denn, diese Minen sind wirklich nur, unter der Erde so optisch angelegt, dass wir wissen, ach komm, wir sind ja noch in der Nähe der Minen, wir können uns noch nicht hochbuddeln. Das Ding ist, ich kann mich auch jederzeit hochbuddeln. Und gucken, wo wir sind. Aber wenn in der Sekunde genau das Auto da vorbeifährt, bin ich am Arsch. Dann bin ich einfach am Arsch. Ne, Technik? Ach, du hast Holz. Danke. Oh Gott! Fuck jetzt. Ich kann ihn auch nicht zusammenschlagen. Das ist das Problem. Und ich bin langsamer als du. Freestyler, bitte. So lassen Sie mich in Ruhe. Ah, auf langen Strecken bin ich schneller als er. Hilfe! Okay, schlagen wir jetzt zusammen. Du mieser Sack. Ach, wir wollten das auch mit der Wärteruniform testen, ne? Machen wir natürlich nicht jetzt. Erst will ich speichern. Sorry, Technik. Shit. Das habe ich mich auch noch unbeliebt bei jemandem gemacht. Okay, lassen wir die Wärteruniform einfach hier liegen. Und das Stück Holz auch. Haben wir definitiv jetzt nochmal eine schöne Strebe. Und Moment. Uno Momento, Freunde. Ich bin nicht blöd. Profil, zack. Das behalten wir sowieso. Ach. Nehme dich in den Nunchucks. Nein, das war nur optisch. Das war nur optisch, Freunde. Das ist nur für unter der Erde. Das heißt, wir wissen jetzt Bescheid. Unter der Erde ist nichts. Aber über der Erde ist alles. Ja gut, war ein Test wert. Das heißt, wir müssen uns durchbuddeln und dann müssen wir uns hochbuddeln irgendwann. Um zu hoffen, dass wir rauskommen.
Also es mag sein, dass morgen die kürzeste Folge aller Zeiten kommt, weil wir jetzt schon ein bisschen vorbuddeln werden. Oder dass wir morgen übelst versagen werden. Aber dafür wissen, was uns da oben erwartet. Die Gewinner der heutigen Zellenexpedition sind wahrscheinlich nicht Zero. Ich wurde noch nie untersucht. Ja, Skyritter wieder mal. Und Technike. Hab ich gesagt, dass ihr husten dürft. Hier, gib mir ein Like, Tobi. Danke. So, verzieh dich da. Wieso chillst du hier? Oh Gott. Oh Gott, Kree Styler. Oh oh. Okay, entweder mag er mich jetzt, hasst er mich jetzt so sehr, weil ich ihn beprügelt habe, dass er jetzt da aufpasst. Das ist die fucking... Danke, Mauertruppe mitnehmen. Oder er ist verbuggt. Kann natürlich beides sein. Na gut. Dann gehen wir schlafen und morgen früh werden wir testen. Oder in der nächsten Folge werden wir testen. Ach, gerade bei Frühstück, ne? Ach du Scheiße. Hab ich gerade ganz verpennt. Morgen in der nächsten Folge werden wir testen, ob wir mit der Wärteruniform tagsüber rausgehen können. Na gut, dann gehen wir die Schaufel her. So, ich muss auf meine Prozente achten, sonst haben wir gleich... Wieso quält mich dieses Spiel so? Was habe ich dieses Spiel jemals getan? Aber den Nunchucks kann ich gleich mitnehmen, ne? So. Dreckiger Stein. Oh, mir fehlt ein Metallblech. So, wir suchen auch schon mal die nächsten Sachen für die nächste Schaufel zusammen. Wer weiß, ob wir noch eine brauchen werden. Hey, guckt euch den Quee-Styler an da unten. Jetzt passt er aber auf. Jetzt passt er aber auf, Alter. Hoffentlich ist das nur ein Bug. Wobei, der stört da unten ja nicht. Der sieht mich ja nicht. Das heißt nur, dass ich ihn jederzeit jetzt verprügeln kann, um Waffen zu bekommen. Tut mir leid, Quee-Styler, aber... Du hast es so gewollt. Danke für das Stück Holz. So, erstmal Beweise vernichten, ne? Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. So, noch eine Mauertreppe brauchen wir nicht. Wir gehen ja heute ganz ordentlich schlafen, damit wir gespeichert haben und nicht diesen Tag warm machen müssen. Und natürlich hat kein Schwein Metallblech. Ah. Ach, Spomi. Meine Mods wissen immer, was ich brauche. Die Mods, die wissen einfach, was ich brauche. Siehst du mal, sag ich doch. Okay, legen wir erstmal den Stoß hier weg. Alles, was wir beim nächsten Mal wieder brauchen für die nächste Schaufel, legen wir erstmal weg. Und, ach ja, wir haben ja noch ein Stück Holz gefunden gerade, oder? Achso, ich dachte, ich hätte ein Stück Holz weggelegt. So. Das ist doch nicht dein Ernst! Gleich müsste ja wieder Freizeit sein, also wir haben ja eigentlich noch Zeit. So. Das Stück Holz nehmen wir auch mit. Ach, wir haben noch ein Stück Holz. Das wusste ich gar nicht. Damit könnten wir die nächste Schaufel herstellen. Na gut, graben muss nach rechts. Ja, nach rechts. Aber sonst nichts Besseres zu tun. Hofgang! Shit, 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 shit. Ich komme. Und jetzt steht er. Oh, jetzt ist der Quee-Styler da in dem Raum. Oh Gott. Okay. Wenn er noch näher rangeht, an die Tür, dann kann er durch die Tür gucken. Und sieht, was ich da treibe. Und wenn er tatsächlich noch irgendwie auf irgendwelche Art und Weise es schafft, in diesen Raum, in den Schlafraum zu kommen, weil sich da jemand prügelt, dann habe ich ein Problem. Quee-Styler. Beweg du dich doch auch mal. Okay, ich hoffe inständig, dass ich jetzt die Mauer hier entfernen kann, ohne dass er das sieht. Ja, gut. Okay.
Das macht's alles ein bisschen interessanter und taktischer. Dass wir ihn hin und her locken können. Wir müssten theoretisch an den Minen schon vorbei sein, ne? Theoretisch, ich weiß es nicht. Naja, glaube ich, mich hoch und bin tot. Nein, ich kann auch kein Loch vorgraben. Die sehen das sofort, wenn ich da irgendwie nur einmal grabe, sehen die sofort dieses Loch. Ja, hier, komm, nimm die Stäbe. Ich grab erst, ich grab sicherheitshalber noch runter. Wir bauen uns nochmal eine Schaufel. Ich glaube, wir sind genau unter dem Wagen. Habt ihr das gehört? Ich glaube, wir sind genau unter dem Wagen. Bin zu müde. Ich weiß nicht, ob wir an den Minen vorbei sind. Mal sehen, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir müssten eigentlich schon... Wir müssten... drüber sein. Das Problem ist, ihr habt es gerade gehört, der Wagen ist anders vorbeigefahren. Das heißt, eventuell sollten wir uns noch nicht hochgraben. Das könnte schon noch übelst in die Hose gehen. Und ich hoffe, es ist auch wieder fast am Verrecken, ey. Das heißt, ich muss definitiv noch eine Strebe bauen und definitiv noch eine Schaufel. Gott. Es wird von Mal zu Mal komplizierter zu lösen. Aber wenn wir uns gleich erstmal einen Vorrat und Streben wieder zugelegt haben, oder morgen besser gesagt, dann läuft das auch wieder. Dann lübt das. So, ich setze mich mal neben Wurstio zu hin, ne? Dum, dum. Ich bin zu früh. Warte. Gleich, gleich. Dum, dum, dum. Dum, dum. Verdammt. Ich bin immer zu früh dran, ich weiß. Ich liebe den Soundtrack. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz chillig. Da kann man richtig gut nachdenken bei dieser Musik. Und so entstehen auch immer meine Masterpläne. Durch gute Musik. Ach. Der Tevin. Mit dem Hammer. Oh, und Holz. Ich kann dich aber jetzt nicht hochnehmen, weil sonst verschwinden deine Sachen wahrscheinlich wieder, ne? So. Bitte nicht verpetzen. Wieso lauft ihr gemeinsam? Seid ihr so ein Pärchen dran, Zieh und Deadline? Wer weiß, im Gefängnis kann so einiges passieren. Naja. Ich würde sagen, Holz mit Pfeile. Damn. Und der Quiz-Styler, der steht da einfach immer noch. Eines Tages wird er, ich sag euch, eines Tages wird er Probleme machen. Dadurch, dass er so oft passt. Also entweder ist er echt verbuggt oder er ist zum besten Wärter aller Zeiten mutiert. Kann natürlich beides sein. Wir sind genau unter dem Fahrzeug. Kannst du mir nicht erzählen. Ne, er fährt es hier lang und kracht runter in meinen Tunnel und denkt sich, ach cool, was ist denn das? Versucht da jemand auszubrechen? Schon brauchen wir eine neue Strebe, ne? Ja. Ah, das heißt Holz. Wir brauchen Holz. Eigentlich kann ich immer zu Quiz-Style eingehen und mir einen Daumen geben. Siehst du, er mag mich mittlerweile. Er mag mich mittlerweile. Not bad, not bad. Ich hätte den Hammer mitnehmen sollen. Ah, dann hätte ich ihm den Hammer schenken können. Er könnte quasi mein bester Freund werden. Quiz-Styler, willst du mein bester Freund werden? Ich suche dir ein paar Sachen zusammen. Ah, okay, Freunde, er geht schon in eine Richtung. Gefällt mir nicht. Hier. Oh Gott, er kann sehen, wie ich da reingehe. Shit. Oh Gott. Er sieht, wie ich hier reingehe? Nein. Wie hat er mich gerade gesehen? Ich hab einen Plan.
einen Plan. Wir nehmen das Kakao-Ding ins Kirchens. Wir verfrachten ihn einfach dahin, wo er mir nichts tun kann. Geh doch einfach in die Dusche, Kollege. Ist er jetzt nackt? Wieso hat sich der Wärter... Quistyler, du bist Wärter. Wieso hast du dich ausgezogen? Ist er jetzt so krass verbuggt, dass er... Hä? Wieso ist er jetzt nackt? Das Leben, es ergibt keinen Sinn mehr. Ich verstehe das nicht. Jetzt ist er hier einfach nackt. Naja, aber man muss dazu sagen, er guckt gegen die Wand. Das ist gut. Ach Gott. Ach Gott. Das kann hier noch was werden. Alter, die Klappen. Oder Klappe. Sag, müsste man nicht eigentlich sagen, haltet die Klappen? Weil es sind ja mehrere. Okay, Definition von... Oh. Definition ist ja immer so ein bisschen kompliziert auf Deutsch, ne? Ich meine, Deutsch ist sowieso eine schwere Sprache. Ich meine, wenn man so überlegt, wenn man sich die Sätze richtig anhört, wie zum Beispiel halt die Klappe, dann kann man schon versuchen zu rätseln, wie es wirklich heißt. Der ist einfach immer noch da. Na gut, ich würde sagen, wir gehen schlafen oder dann sehen wir uns morgen zu einem neuen Tag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.